Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu Alex Kidd in Miracle World, ein weiteres Spiel aus meiner Vergangenheit, welches für das gute alte Sega Master System erschien. Allerdings war ja bei unserem Sega Master System das so, dass die das Spiel dort eingebaut hatten damals. Und ja, in dem Fall, diejenigen, die damals wirklich das Master System hatten, durften sich mit diesem Spiel in dem Fall schon vergnügen, ohne ein anderes Spiel überhaupt gehabt zu haben. Und in dem Fall war das auch, wie gesagt, das erste Master System Spiel, das ich überhaupt kennengelernt habe zu der Zeit. Und es ist einfach nur ein tolles Spiel, welches von Sega entwickelt wurde. Allein der Charakter ist schon ziemlich drollig. Na gut, Leute, begeben wir uns ins Abenteuer mit dem Alex Kidd. Yay, wir können springen, wir können mit der Faust schlagen und mehr können wir als Alex Kidd nicht. Das Einzige, was wir noch machen können, wäre mit der Pause-Taste, die an der Konsole normalerweise wäre, die man hier aber Gott sei Dank mit einem Knopf belegen kann auf dem Emulator, können wir nämlich ins Pause-Menü und da können wir jeweils dann Items auswählen, wenn wir welche gesammelt haben. Aber dazu gleich noch. So, und was müssen wir hier tun? Wir müssen natürlich diese Kisten zerboxen und Geld aufsammeln. Denn mit Geld können wir uns hier Sachen kaufen. Ja, Leute, wir können uns in diesem Spiel tatsächlich Sachen kaufen. Deswegen sollte man hier wirklich fleißig Geld sammeln und sich den Weg hier frei bahnen. Und natürlich gibt es ja auch böse Wichte und böse Gegner, die man kaputt machen müssen. Und jetzt haben wir beispielsweise einen Gegenstand aufgesammelt. Und mit diesem Gegenstand, naja, jeder Gegenstand ist natürlich anders. Aber mit dem, wenn ich den jetzt aktivieren würde, mache ich jetzt einfach mal. So, könnte ich nämlich hier jetzt stärkere Schläge verschießen. Also, sagen wir mal, Alex Kidd hat jetzt einen Strahlenschuss bekommen. Und das mit einem einzigen Ring. Wahrscheinlich der eine Richtung, um sie alle zu knechten. Verdammt, ne? So. Und natürlich sollte man mit so einer tollen Macht auch etwas vorsichtig sein. In diesem Spiel, wer hätte es gedacht, hat man nur begrenzte Anzahl an Leben. Und sobald die auf Null sind, ist man halt Game Over. Und ich muss ehrlich sagen, ich traue mir das Spiel nicht als Let's Play zu, weil ich weiß noch von damals, ist es sau schwer. Und ich glaube, ich habe es bisher noch nie wirklich durchgespielt, aufgrund des heftigen Schwierigkeitsgrades. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie weit ich überhaupt damals nochmal gekommen bin. Aber ich habe das Spiel wirklich wie ein Irrer gezockt damals, also vor ein paar Jährchen. Naja, bis ich dann halt das Master System halt hab stehen und liegen lassen, sozusagen, bis mein Bruder sich das unter den Nagel gerissen hat. Aber naja, in dem Fall irgendwie bereue ich es, dass ich es nicht mehr habe, weil das Spiel ist wirklich toll. Es macht eigentlich Spaß. Nur der heftige Schwierigkeitsgrad ist enorm. Aber gut, das war bei damaligen Spielverhältnissen, kennt man das echt nicht anders. Und in dem Fall, ja, ist das halt so und ich vermisse die gute alte Zeit, muss ich ehrlich sagen. Weil manche Spiele waren echt schon genial. So, Moment, wie habe ich das hier nochmal gemacht? Das war auch irgendwie so. Moment. Na okay, das geht jetzt nicht mehr. Schade, komme ich nicht an, da drüben an die Geldsechse. Das liegt daran, weil ich jetzt diesen verdammten Powerring habe, aber okay. Und nun gehen wir ins Wasser. Wir lernen schwimmen, à la Super Mario. Nur schwimmt Alex Kidd anders, denn wir müssen sterben, nein! So meinte ich das nicht. Wir müssen nämlich mit der Richtungstaste schwimmen, anstelle des A-Knopfes, wie es Super Mario müsste. Wie kriege ich diesen Fisch jetzt kaputt? Okay, so auf jeden Fall nicht. Warum kriege ich diesen Fisch da jetzt nicht kaputt? Na, weißt du was, Fisch, du kannst mich mal. Wäre sowieso nur Geld. Und in dem Fall ist mir das Geld dann auch nicht so wichtig, dass ich mich dafür aufopfern lasse. Mann. So wollte ich mich jetzt in dieser Aufnahme eigentlich nicht sterben lassen. Aber gut. So. Dann komm mal her, Froggy. Ich will dich beseitigen, sonst komme ich hier nicht weiter. Ja, ihr merkt schon, alles, was hier wirklich tierisch ist, ist böse. Und egal, wie wir es berühren, wir gehen tot. Selbst wenn wir es mit einem kleinsten Pinsel berühren. Und da oben, dieses Reisbällchen, musste gerade erstmal auf den Namen kommen, ist sehr böse. Das liegt... Nein. Verdammt, jetzt verwechsel ich das. Dieses Fragezeichen-Ding ist sehr böse. Dieses Reisbällchen ist sozusagen unser Ziel. Aber wenn ich jetzt hier dieses Fragezeichen-Ding nehme, merkt euch schon mal vor, die Fragezeichen-Boxen, die das jetzt beinhalten, was sie jetzt hier drin haben, werden immer die Sachen beinhalten, die da drin sind. Sprich, auch das hier. Das hier wäre der Tod. Und wenn ich mich jetzt nicht beeilen würde, würde mich das Vieh verfolgen, bis ich halt tot gehe. Und da sollte man wirklich schnell sein. Also diese Viecher solltet ihr möglichst meinen. Ich meine, beim ersten Durchspielen ist es unmöglich, die überhaupt vermeiden zu können. Aber da ich es noch größtenteils in Erinnerung habe, so oft wie ich das gespielt habe,
und ich kann jetzt was kaufen. Ich kaufe mal alles. Ist das dann auch kein Wunder, wenn ich das noch so gut in Erinnerung habe. Aber auch nur, soweit wie ich es halt jemals geschafft habe. Na gut, jetzt bin ich auf jeden Fall voll beladen und ich habe ein tolles Motorrad jetzt. Yay! Und damit können wir durch die Gegend fahren. Yay, und das ganz gemütlich und die Gegner können uns in dem Fall nichts anhaben. Das Einzige, was mir was anhaben kann, ist halt diese Kugelbarriere hier, die ihr seht. Und in dem Fall soll ich da möglichst aus dem Weg fahren, um halt mein tolles Bike nicht zu verlieren. Schade ist, dass es hier keine Punkte gibt, weil damit könnte man locker Punkte abstauben, ohne möglichst groß zu sterben oder so. So, und zack, wunderbar. Wir sind am Ziel und jetzt geht der Ärger erst richtig los, oh ja. Nämlich jetzt dürfen wir einen kleinen Wettbewerb abhalten gegen den dritten Gefolgsmann des Königs. Er wird uns erst passen lassen, wenn wir 3 Junkin-Spiele gewonnen haben, also sprich Papierstein-Schere-Spiele. Und in dem Fall müssen wir versuchen, ihn jetzt zu besiegen. Wir müssen insgesamt 2-mal gewinnen, damit wir das Match komplett gewonnen haben, weil das Match insgesamt 3 Versuche hergibt. Also, es ist nicht gerade leicht, den zu besiegen. Ich versuch's einfach mal als erstes mit, Papier? Ich versuch's einfach mal. Okay, es war falsch. Erste Niederlage, versuche ich es nochmal mit Papier. Jetzt wird er doch wohl was anderes machen, oder? Schauen wir mal. Na toll, Papier gegen Papier, unentschieden. Wenn ich jetzt wüsste, was er jetzt macht. Ich versuch's mal mit Schere, vielleicht macht er nochmal Papier. Yes, okay. 1-1, scheiße. Ich mach mal Stein. Obwohl, ja doch, ich mach Stein. Oder? Scheiße, Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein! Ich hätte doch Papier machen sollen. Na gut, das weiß man vorher leider nicht. Okay, riskieren oder nicht riskieren? Na, ich mach Schere. Ja! Ich hab ihn besiegt! Leute, ich bin Papierstein-Schere-Meister. Immer noch ungeschlagen. Naja, wie man's nimmt. Sowieso gibt's nicht wirklich viele, die mich in Papiersteinschere schlagen. Aber es ist sowieso ein reines Glücksspiel teilweise. Oh, Leben! Ja, Leute, diese Figürchen, diese Alex-Kid-Figürchen, Püppchen oder was auch immer, geben uns ein Leben. Und die sollten wir auch fleißig sammeln. Also, wenn ihr das Spiel spielen solltet, dann sammelt dieses Ding fleißig. Aber ihr werdet es dann ja nicht wirklich brauchen, weil das Spiel ist nicht gerade das, was man kurz nennen kann. Kann ich diesen Oktopus überhaupt kaputt machen? Nee, der schwenkt nur seinen Arm aus und will mich halt loswerden. Okay, dann müssen wir diesen Oktopus so lassen. Ah, Seepferdchen. Komm her, lass dich schlagen, so. Wunderbar. Okay, das war doch noch ganz locker. Und durch hier, yay. Da, die da, die da. Ach ja, Alex Kidd ist einfach toll. Ich meine, das Spiel hat mich damals so bereichert, sag ich mal. Vor allem die Musik in diesem Spiel. Ich meine, es ist zwar gerade 80er Verhältnisse und so, wie ihr schon am Erscheinungsjahr sehen konntet, aber trotzdem. Es ist trotzdem verdammt genial gemacht, wenn man das mal so betrachtet. Also, ja, bei uns in Europa erschien das ja erst durchaus später und in dem Fall ist das dann wirklich schon Wahnsinn. Und Sega war ja damals noch der größte Konkurrent zu Nintendo. Mittlerweile sind es ja nicht mehr so richtig. Mittlerweile sind es ja beides beste Freunde. Ich sag nur Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen. Also ist schon Wahnsinn. Und sowieso, Alex Kidd hat ja auch schon viele Gastauftritte bekommen in sämtlichen Sega-Spielen. Beispielsweise, ich glaube bei Sega All-Stars Tennis ist er einmal spielbar, wenn ich mich nicht irre. Und ja, bei Sonic and All-Stars Racing Transformed wird er auch als Charakter freigeschaltet. Das war zu schnell. Sobald der 25. Dezember eintrifft, dann kann man ihn als Charakter sozusagen auch endlich fahren. Und das finde ich auch schon sehr toll gemacht, weil Alex Kidd ist wirklich ein schöner Charakter von damals. Auch wenn die Spiele wirklich schon teilweise schwer sind. Und was ich von den Alex Kidd Spielern wirklich heftigsten finde, ist The Lost Stars. Da habe ich mir einmal ein Video von angesehen, weil das der Alex Kidd war, der einzigste Alex Kidd Teil, den ich so an sich aus der damaligen Zeit noch gar nicht kannte. Okay. Und da muss ich mich wirklich schlapplachen, was Alex Kidd da für einen Schrei von sich gibt, wenn er getroffen wird.
Also da hört man gar nicht mehr auf zu lachen. Ach scheiße, sind wir schon Game Over? Und das ging aber viel zu schnell. Na, ihr seht schon, das Spiel ist wirklich schwer, wenn man nicht genug aufpasst. Und man hat nur diese paar Leben und muss dann wieder von vorne anfangen. Aber das tue ich jetzt nicht. Ich wollte euch das Spiel sowieso nur zeigen und ja. Es ist wirklich ein tolles Spiel gewesen damals. Ein sehr schönes Jump'n'Run fürs Master System. Und ja, wer halt günstig an ein Master System kommt, hat auf jeden Fall das Spiel schon dabei. Also kann man eigentlich nicht meckern in dem Fall. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch dieses Spiel etwas näher bringen. Und ihr hattet Spaß beim Zusehen dieses kleinen Let's Shows. Und wir sehen uns dann bei meinen anderen Let's Plays wieder oder wie auch immer. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.